die 10 interessantesten Fragen oder Kommentare im Laufe der letzten 5 Jahre. Mir gegenüber als Barfußgänger, wobei man nicht vergessen darf, interessant ist manchmal die vornehme Version von Deppert. Ja, der Klassiker ist definitiv das kleine Kind an der Hand der Mutter, wie sie zur Mama sagt, du Mama, schau mal, der hat keine Schuhe an. Und die Mama dann runtergeht zum Kind und flüstert irgendwas ins Ohr, als ob sie Angst hätte, dass meine Füße mithören könnten. Keine Ahnung, aber jeder Barfußgänger ist froh, wenn er angesprochen wird. Redet einfach mit uns, wir geben gern Auskunft. Ja, eigentlich ist es der zweite Klassiker. Was soll ich sagen? Die Biene ist dann tot. Logisch, als abschreckendes Beispiel. Na, Spaß beiseite. Manchmal ist es auch so, dass jetzt zum Beispiel die Frau sagt, du, könntest du heute nicht mal Schuhe anziehen? Ich habe heute keinen Bock drauf, ständig angeglotzt zu werden. Das ist eine klassische Frage von Frauen. Warum? Weiß ich nicht. Ist halt so. Ja? Und nach vielen, vielen Erklärungsversuchen oder wo ich gedacht habe, ich erkläre jetzt etwas ausführlicher, muss ich sagen, nach 5 Jahren bin ich dazu übergegangen, einfach zu sagen, nein. Das ist wiederum eine typische Männerfrage, ja? Vor allem im Dialekt, so fritzt die doch nicht, gell? Das ist also, ja, es unterteilt sich halt in Männer- und Frauenfragen. Fakt ist, wenn die Wadel warm sind, wenn die Unterarme warm sind und so die Herzgegend, ist alles gut. Na, noch nie. Ist noch, ja, eins muss ich sagen, bei Genial daneben, wo ich dabei war, im Sat.1 im Studio, da habe ich Schuhe tragen müssen. Aber ansonsten kein Hotel, kein Krankenhaus, keine Gastwirtschaft, noch keiner war irgendwie negativ in dieser Richtung eingestellt mir gegenüber. Auch so ein kleiner Klassiker. Geht, es ist dann schon gesund, oder? Was willst du da sagen? Na, eigentlich netter. Weil ein gesundes Hautbild vertragt es locker. Ja? Wovor es mir wirklich graut, das sind so diese Weichmacher und chromsalze verseuchte Schuhe, die heute alle angeboten werden. Ja, da graut es mir echt davor. Gar nichts. Ich hab's ja einfach nicht gesagt. Ja, ich gehe das ganze Jahr. Dann kommt natürlich auch so eine Frage, ja auch im Winter. Ja, der gehört auch zum Jahr, oder? Nein, ich muss echt sagen, diese Frage ist tatsächlich noch nie gekommen. Wahrscheinlich aus diesem Grund, weil jeder davon ausgeht, wenn der barfuß laufen will, ja, dann macht das halt einfach. So viel zu die Leute, die sich Barfußcoach nennen, um dir zu zeigen, wie man Schuhe auszieht. In dem Sinne, gell? Servus, pfiat sich.